Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst, ist vor kurzem die GoPro 12 rausgekommen und die Michi hat sich am Wochenende die Kamera umgeschnallt und ist damit ein paar Runden gefahren, ich am Ende auch. Was es da so zu beachten gibt, was es für Vor- und Nachteile gibt, darum geht es heute in diesem Video. Und vor allem darum, lohnt sich diese Cam wirklich als All-in-One-Cam, das heißt für Instagram und für 16:9, also für YouTube, denn durch den neuen Max Lens Mode 2.0 hat man ja einen super weiten Bildausschnitt und reicht das vielleicht schon, dass man dazu einfach mit einer Abfahrt den Content auf 9:16 und 16:9 verwenden kann. Viel Spaß beim Video. Als allererstes müssen wir auf so ein paar Dinge mal eingehen, die mit der Kamera nicht ganz so funktioniert haben, wie wir uns vielleicht erhofft haben und was das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Punkt Nummer 1, ich habe mich sehr gefreut über das Log-Feature, das heißt das Log-Profil für Color Grading. Das funktioniert allerdings leider nicht mit dem Max Lens Mod. Vielleicht kommt das nochmal durch ein Update, aber aktuell ist das Ganze nicht verfügbar. Das heißt, ihr könnt nur in den klassischen Farben, wie ihr das kennt, mit natürlich, ich glaube lebhaft heißt es, und Flat Film. Zweiter kleiner Dämpfer war, dass der Max Lens Mod, wenn man dann in der Kamera einstellt 9:16, das heißt, dass man die nicht drehen muss auf dem Kopf, da ist leider, wenn man das in der Kamera einstellt, inklusive Max Lens Mod, nur Super View verfügbar und nicht mehr Hyper View. Besonders für Leute wie die Michi, die sehr klein ist, ist es ja interessant, dass der Bildausschnitt größer wird, weil durch die kurzen Arme ist es das, hat man einfach das Problem, dass einfach der Lenker praktisch mit dem Vorbau das ganze Bild zerstört und alles ja, verdeckt ist und man nichts vom Trail sieht. Deswegen ist es besonders interessant halt für kleinere Menschen oder halt für Frauen. Ich glaube zum Beispiel der Freeride Flo ist auch ziemlich lange mit der GoPro Max gefahren. Ich gehe davon aus, weil er auch nicht ganz so groß ist und das ein ähnliches Problem hat. Das Problem konnte man allerdings dann doch lösen, halt indem man einfach tatsächlich die Kamera wieder hochkant montiert. Denn dann kann man einfach ganz normal in 16:9 filmen. Die GoPro dreht ja dann das Bild sowieso und hat halt dann wieder Hyperview zur Verfügung. Dann hat der GoPro ganz viel geworben mit diesem 8:7. 8:7 bedeutet, weil die GoPro hat jetzt einen größeren Sensor und du kannst halt praktisch das ganze Bild auslesen und kannst dann nachher justieren, möchtest du ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon sehen. Das ist auch eigentlich alles ganz schön und ganz praktisch. Allerdings könnt ihr in diesem Format einfach nur in weit filmen. Das heißt, noch nicht mal in Superview. Und das fand ich so ein bisschen schade irgendwie. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr so eine Funktion gewünscht, wie es zum Beispiel bei der Insta360 X3 ist oder so, dass man da einfach das Bild in der App später hin und her schieben kann und da aber trotzdem auch einen großen Weitwinkel rauskriegt. Und das ist leider, wenn der ganze Sensor ausgelesen wird, nicht so gut möglich. Jetzt aber genug gequatscht um das ganze Thema. Wir haben natürlich ein paar Aufnahmen für euch vorbereitet. Das Ganze ist nicht bearbeitet, außer einmal das Log-Footage gegradet, damit ihr einmal den Unterschied seht. Die Einstellung haben wir mal daneben geschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß, macht euch selbst einen Eindruck und nach den Clips melde ich mich nochmal mit einem Geheimtipp zum Thema Vertikal-Mount. Seid gespannt. We'll be right back.
So Leute, wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen von den Fahrszenen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das, ja, das Footage gefallen hat, ob ihr sagt, okay, das lohnt sich wirklich, das Upgrade. Diskutiert das gerne mal in den Kommentaren, wie eure Meinung ist, ob sich das Upgrade lohnt. Meine Meinung sage ich euch aber natürlich auch noch. Aber ich will euch natürlich jetzt nicht das Geheimnis vorenthalten, wie man seine Kamera ohne diesen Vertikalmount benutzt. Dieser Vertikalmount, der funktioniert ja so, dass man einfach ja, die Kamera dann hier einspannt und dann hat man die Kamera vertikal auf dem Ding drauf. Ich schneide mir mal kurz eine GoPro jetzt auf die Brust und dann zeige ich euch, wie das auch ohne funktioniert. So Leute, hier haben wir jetzt unser Chesty. Ihr kennt das ja, ne? Schiebt man einfach an, dann ist die Kamera hier positioniert, dann fahrt ihr Mountainbike und dann macht ihr damit eure Aufnahmen. Viele wollen aber auch für Instagram die Kamera so positionieren. Und dann kann man halt diese teuren Adapter kaufen oder man zieht das Chesty einfach anders an. Fertig ist das Ganze und so könnt ihr das Ganze vertikal tragen. Muss man vielleicht noch hier die Gurte so ein bisschen nachjustieren oder so. Das Einzige, was halt wichtig ist, ist, dass das Ding hier lang genug ist, dass die Kamera nicht so steht. Es gibt ja einige Mounts, die sind sehr, sehr kurz. Da funktioniert das dann natürlich nicht. Aber ich glaube, bei den älteren Kameras, da war das immer Standard dabei. Aber sowas kostet halt auf jeden Fall auch viel, viel weniger als diese Vertikal-Mount-Dinger. Diesen Tipp wollte ich euch noch mitgeben. Aber meine Meinung zum Schluss zur GoPro 12. Ich muss sagen, was für mich halt interessant ist, ist, dass die Kamera 10-Bit Farbe hat. Ich finde die Dynamic Range, da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied zur 10er. Deswegen, wenn ja, dieser Max Lens Mod 2.0 nicht wäre, finde ich persönlich, gibt es eigentlich von der 11 zur 12 kaum so einen richtigen Grund. Wenn ich jetzt kein Color Grading machen würde, würde ich mir einfach die 11er kaufen, weil dann brauche ich das Log-Profil nicht. Wenn ich allerdings das Log-Profil haben will, weil ich viel Color Grading mache und YouTube-Videos hochlade und so ein Kram, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das lohnt sich doch. Welche Funktion wir jetzt noch nicht getestet haben, ist Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden und das dann das Mikrofon zu nutzen. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine Funktion, die durchaus sinnvoll ist und mir zum Beispiel dieses Kabelgedöns, was viele andere Creator haben, ersparen könnte. Vielleicht kann man dann ein cooles Bluetooth-Mikrofon finden und hat das Problem damit gelöst. Ja, ich werde auf jeden Fall aus finanziellen Gründen erstmal mit der GoPro 10 weiterfilmen, weil ich finde die halt immer noch super gut. Also ich finde auch tatsächlich die 8er immer noch gut. Da würde ich allerdings über den Akku meckern. Dieser Enduro-Akku, der ist schon geil. Ich filme damit den ganzen Tag im Park und der ist nicht leer. Zu guter Letzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Abo da. Im Abspann seht ihr noch ein paar Aufnahmen, die ich mit der GoPro 12 gemacht habe. Hyperview, Log-Footage, 10-Bit am Helm befestigt. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Besser geworden als beim letzten Mal.